krachschön, dieses Bayern. Wahnsinn, die Berge, die Seen, die Brezen, das Bier. Übrigens, um das einmal für die Nachwelt festzuhalten, nichts davon hat die CSU geschaffen, auch wenn sie so tut, als ob Bayern wirklich ganz allein ihr Werk sei. Okay, also, Bayern. Ihr wählt also dieses Jahr? Normalerweise interessiert man sich ja nicht so für Landtagswahlen in anderen Bundesländern, aber bei Bayern ist das natürlich anders. Denn, das wissen wir aus Erfahrung, Landtagswahlen in Bayern bedeuten, dass die CSU die absolute Mehrheit haben will. Und dafür verspricht sie ihren Wählern alles von dem mit. Und deshalb sollten heute auch Sie von der Resterampe der Republik ganz genau zuhören. Bayerische Wahlversprechen werden schnell mal teuer und gehen uns alle an. Und ich habe so den Eindruck, nur so ein Gefühl, ja? In diesem Jahr könnte es um Energie gehen. Mein Lieblingsministerpräsident, ja, die Reschke, diese Norddeutsche, denkste, ich habe mehr Ahnung von Bayern, als ihn lieb ist. Ich komme nämlich aus Bayern. Geboren in München, aufgewachsen in München, jedes Wochenende Ausflug in die Berge, an die Seen, nach Neuschwanstein, jedes Oktoberfest seit meinem vierten Lebensjahr mitgenommen. Ich weiß, wie man in ein Zelt kommt, auch wenn da eine Horde Italiener und Australier davor stehen. Glauben Sie mir, ich weiß, wie Bayern funktioniert. Ich liebe Bayern. Und wenn Sie glauben, dieses Dirndl sei geliehen, nein, das ist meins. Nicht so eins, was man sich als Düsseldorferin noch schnell am Bahnhof für 29,99 kauft, weil man meint, man muss sich für das Oktoberfest verkleiden. Die Wiesn ist kein Karneval. Das ist unser althergebrachtes bayerisches Brauchtum. Oh, ein Konstrukt, eine Erfindung der Wittelsbacher. Mhm. Also sozusagen ein Marketing-Einfall im 19. Jahrhundert. Da schon. Respekt. Aber wissen Sie, was der beste Marketing-Einfall der Bayern überhaupt war? Die Erfindung der CSU. Kam in Norddeutschland jetzt irgendwie nicht so gut an, diese Idee. Vielleicht ist auf Dauer keine Lösung, die Lasten immer auf die anderen zu schieben, sie dann auch noch als Resterampe zu bezeichnen und am Ende mit dem Länderfinanzausgleich zu drohen. Kleiner Tipp von mir, auch wenn es jetzt im Moment ein bisschen wehtut, nicht mehr direkten Zugriff auf die Bundesregierung zu haben, von der Energie abgeschnitten zu sein, wer weiß, vielleicht vom Geber zum Nehmerland zu werden. Wir schaffen das. Oder zu bayerisch, das packen wir gemeinsam. Dürft ihr halt nur das Maul nicht mehr so aufreißen, weil ich als Exilbayerin sage euch, da stehen die Preußen nicht so drauf.